Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video und zwar mal was ganz anderes. Wir räumen nämlich gleich zusammen meinen Schreibtisch auf. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. So sieht das hier zurzeit gerade aus. Das liegt daran, dass ich immer schnell ein Video mache, dann schnell ins Bett gehe, weil ich müde bin und dann alles zur Seite schiebe fürs nächste Video. Das räumen wir jetzt zusammen alles quasi ein. Dann seht ihr auch, wie ich meine Glitzerperlen aufbewahre und, und. Und ja, ich hoffe, vielleicht interessiert euch das. Ich habe diese Shaco-Dosen und Otsam hat auch ähnliche Dosen. Da habe ich meine Stifte oft drin aufbewahrt. Und da kommen jetzt auch die Metallic-Marker rein. Ein Tischstaubsauger von Idee mit Herz. Mega genial. Und na, man sieht auch, da sind schön viele, immer das, was beim Stanzen überbleibt und man irgendwie vergisst wegzumachen. Will ich nicht wieder hergeben. So Leute, jetzt wird es auch ein bisschen interessant für euch. Ich habe hier mal einen Stapel mit meinen ganzen Papierresten gemacht. Die bewahre ich so auf. Ich gehe noch mal ein kleines bisschen hoch zum Ordner zeigen. Das sind diese A bis Z Mappen, kennt ihr vielleicht von der Arbeit? Und dann sind die hier nach Farben sortiert. Ne? Ist, glaube ich, recht eindeutig. Hier ist das ganze Einfarbige drin. Also sortieren wir erstmal das weg. So, das sind jetzt alle bunten Papiere. Weiß habe ich extra, weil ich habe zu viel Weißreste. Da würde sonst der Ordner in tausend Teile springen. Und hier, plopp, das ist mit Vinyl geklebt. So, und in diesem Aufsteller habe ich dann Tüten mit meinen weißen Resten. Und auch so ein paar Farben, die ich einfach sehr viel habe. Schwarz. Dann habe ich hier noch die Tüten drin für die Karten. Mein Curlingpapier. Und so einen Haufen Plastiktüten, wenn ich mal irgendwas verstauen muss. So, dann hatte ich euch ja noch diese Sticker in einem meiner Hauls gezeigt. Und die schneiden wir jetzt gemeinsam auseinander. Ich meine Glitzerperlen in so einem Container aufbewahre. So, ihr Lieben, mein Handy hat gerade aufgehört zu filmen, weil der Akku voll war. Weil der Speicher voll war. Ich habe mir einfach nur schon mal Scheren hingelegt und schneide mir die Sachen jetzt erstmal auseinander. Man sieht jetzt ganz gut, also man hat das natürlich auch vorher gesehen, aber da ist es einem vielleicht nicht so bewusst gewesen, also mir zumindest nicht, dass man von den Hauptfarben hat man 6 Stück und von den anderen jeweils nur 3. Deswegen es nochmal mehr Sinn macht, wirklich alle zu kaufen.
kommt noch die letzte Packung. Aber wir machen kurz Pause, weil ich muss noch ein Thumbnail machen. Fertig ist. Ich habe jetzt meine ganzen Glitzerperlen auseinandergeschnitten. Es hat deutlich länger gedauert, als ich erwartet habe und geplant habe. Aber das waren ganz klar die diagonalen Dinger. Die haben mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Aber ja, jetzt ist das alles schön sortiert. Jetzt kann man wieder damit arbeiten. Und ja, sagt mir doch gerne mal, wie ihr so eure Glitzersteinchen aufbewahrt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao! Bevor ich es vergesse, zeige ich euch natürlich einmal kurz, dass mein Schreibtisch jetzt ein bisschen besser aussieht als vorher. So, das liegt hier nur noch, weil ich das jetzt fürs nächste Video gleich brauche. Ich habe Vinyl bestellt und weiß noch nicht, wo es hingehört. Ich muss was trinken und das bringe ich gleich alles ins Wohnzimmer. Aber da weiß ich schon, wo es hin soll. Und da sind jetzt nur ein paar Löcher, weil ich es wieder einsortieren muss. Also, wir waren erfolgreich. In diesem Sinne, tschüss!